meine Lieben, wir sind zurück bei Alice Madness Returns. Wir haben jetzt als letztes, sind wir hier mit dieser Kuh, ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt, abgestürzt bzw. abgetaucht. Wir befinden uns jetzt hier und jetzt gucken wir mal, wo wir hier weiter können. Ich gucke mir jetzt erstmal das hier alles an. Wir haben nämlich jetzt diese Theaterkarte oder was das war bekommen. Was auch immer das ist, ich weiß es noch nicht. Okay, werde ich jetzt erstmal das da hinten erforschen. Wir sind hier anscheinend unter Wasser. Wir haben auch ein neues Kleidchen an. Sieht ganz schön aus eigentlich. Mit irgendwie sowas Hüpfendem hinten dran. Aber selbst das funktioniert unter Wasser. Ist ja schon recht merkwürdig, dass so eine Explosion unter Wasser möglich ist. Aber gut, wie dem auch sei, Hilfe. Dort ist was, das, was wir wollen. Ich hoffe, vom Ton geht's auch her. Gauner trug eine groteske Kopfbedeckung spazieren. Hätte ich ein so unschickliches Accessoire, ich würde es verbrennen. Alle Beweise zerstören, seine Existenz verleugnen. Ich lege Wert auf meinen Ruf. So, und jetzt gucken wir uns gleich mal an, was da hinten war. Das da unten nämlich. Ach, da ist der Pfeil. Alles klar, aber trotzdem muss es ja hier... Warum soll ich mir das angucken? Ah, ich habe keine Schuhe an. Na gut, ich weiß nicht, was wir da sollen. Ich gehe jetzt einfach mal hier entlang. Oh, Fische. Ich glaube, die darf man nicht berühren. Sieht nämlich sehr gefährlich aus. Rot ist immer gefährlich. So, das kennen wir ja schon. Aber, ach so, auf die Weißen darf man wahrscheinlich drauf hüpfen. Ein Schweinchen. So, hier kann ich wieder was ablegen. Alles klar. Ach, das ist wieder so ein verstecktes Ding. Das hatten wir doch jetzt schon mal gehabt. So. Weiter geht's. Da haben wir wieder was. Wieder ein Fläschchen. Wie ging das denn nochmal? Nee, so nicht. Ah, so. Mit dem Pferdchen können wir die Dinger hier zerschlagen. Okay, das kann ich nicht zerschlagen. Gut. Also können wir hier jetzt wieder zurück. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich das Pferdchen hervorgezaubert habe. Aber okay, alles klar.
Da ist das Schweinchen. Alles klar, muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal hier rüber. Und dann. So. Ja. So, und wieder. Wieder so eine merkwürdige Tür. Hoppala. Nee, dann will ich erstmal gucken. Kriege ich das von hier aus schon hin? So. So, wenn man nicht weiterkommt. Na gut, ich glaube, ich muss jetzt hier wieder in diese feuerbefangene Tür rein. Ich gehe jetzt immer wieder weg vom Mikro, ist doch doof. Nützt ja nichts. Da hinten komme ich nicht weiter, das habe ich mir selber verbockt. Ah ja, alles klar. Interagieren mit C. Und ab in das Feuer. Denn wir haben ja gelernt, das Feuer tut uns nichts. Feuers war ich die Letzte in der Bibliothek. Der Scheit, den ich in den Kamin gelegt hatte, glimmte nicht, als ich mit deiner nach oben ging. Falls doch, bin ich vielleicht für den Tod meiner Familie verantwortlich? Tja, das ist ein hartes Schicksal, wenn sie es tatsächlich sein sollte. Wenn sie tatsächlich schuld daran wäre. Aber ich denke, das werden wir noch rausfinden. Wie kriege ich den denn? Das ist ja voll fies. Alles klar.
Habe ich den jetzt besiegt? Ja. Es scheint so. Alep. Alep. Okay, also der ist mir doch irgendwie deutlich angenehmer als dieses andere Biest. So, feine Schnauze da entlang. Alles klar. Aber, ups. Egal. Aber Schlüsselloch da entlang. Mal gucken, ob ich hier weiterkomme. Alles klar, da auf jeden Fall. So. Und da wieder durch. So langsam kriege ich das raus, wie man das Spiel hier spielt. Sollte ja auch so langsam die Zeit dafür sein. So, ich bin mal gespannt. Also es wird, ich sage jetzt nicht, das wird nicht mehr schwerer, weil es wird immer schwerer in diesem Spiel. Das haben wir ja mittlerweile schon mitbekommen. Ja, jetzt ist die Frage, in welche Richtung gehen wir zuerst? Ja, ich würde sagen, hier können wir noch gar nicht weiter. Ach, hier ist ja noch eine. Ha. Hier hätte ich beinahe übersehen, das Blümchen. So. Also, was steht dir dran? Da lang. Schnüffelnase, da lang. Alles gleich, ich hab's gesehen. War das jetzt so schlau, dass wir in diese Richtung gegangen sind? Ich weiß es nicht. Aber wir haben hier schon so manche Fehler begangen und wir werden trotzdem das Spiel irgendwie schaffen. Denn wenn das wirklich entscheidend ist für den weiteren Spielverlauf, dann so, wo ist jetzt das? Da oben ist das Schweinchen. Okay. Genau, jetzt komme ich da hin. Vielleicht war es ja doch nicht so verkehrt. Das war Glück. Das war mehr Glück als Verstand. So, das Schweinchen hätten wir. Jetzt geht es hier weiter. Also war es doch ganz sinnvoll, dass wir erst in die eine Richtung gegangen sind. Denn jetzt können wir hier nämlich weitermachen. Ich finde das schön. Wir haben so eine Art Fischkleid an mit so Fischschuppen. Was? Ach, Fassboden soll das bestimmt heißen. Katze will uns was erzählen. Was liegt unter dieser Patina des Anstands?
Etwas Sündiges, jede Wette. Okay, also wir müssen echt aufpassen. Muss ich noch mal vorsichtshalber in die andere Richtung gucken. Damit ich weiß. Okay, also da ist das Ende. Das heißt, ich müsste eigentlich an den beiden Enden jetzt hier ganz relativ gut wieder rauskommen dann. Also werde ich das mal versuchen. So, jetzt hat er automatisch gespeichert. So, jetzt hauen wir mal die Melonen, Kürbisse oder was auch immer das ist. Da ist noch ein Schlüssellöchlein. Mal gucken, was dahinter ist. Wahrscheinlich irgendwie eine Erinnerung, denke ich mal. Oder eine Flasche ist auch nicht schlecht. Ich weiß zwar immer noch nicht, wofür die Flaschen da sind, aber... So, was wir aber mal gucken sollen, jetzt wo wir hier gerade stehen... Ob wir Schnauzen gepfeffert, malt ein, malt die Rose rot an. Erinnerungen, Waffen. Das ist nicht schlecht. Wie viele Zähne habe ich denn? 1500 Zähne. Jetzt mache ich mal das. Ja. So, jetzt habe ich noch 1000. Ja. Okay, jetzt kann ich nichts mehr kaufen. So, jetzt haben wir unser Pferdchen ein bisschen aufgebessert. Ich denke mal, damit sollten wir auch vielleicht... Ich weiß nicht, ob uns das jetzt weiterhilft. Vielleicht hätte ich die Warper-Klinge eher machen sollen. Aber ich finde es gut, so wie es ist. So, hier waren wir noch gar nicht. Das hier ist doch, glaube ich, das, wo ich dann die Rose weiter rot anmalen kann. Wenn ich mich da richtig erinnere. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine... Ach du grüne Schitte. Thank you.
Wir müssen nicht trödeln. Du hast schon den Zug verpasst. Rosenfarbe einsammeln. So, jetzt habe ich schon das zweite. Das heißt, es fehlen noch ein paar. Okay. Gut, und damit sind wir auch am Ende der Folge. Und ob wir in der nächsten Folge sterben oder es schaffen, genug Rosen zu sammeln, das seht ihr dann. Bis dahin. Tschüss.